Herzlich willkommen zur 231. Ausgabe von Crop FM. Der Geist hat keine Firewall ist der Titel der heutigen Sendung. Meine Telefongäste sind Grazina Foser und Franz Bludorf. Heute steht wieder der Cropcom zur Verfügung, jener Live-Chat, mit dem man sich live an diesem Gespräch beteiligen kann. Erreichbar über die Website von CropFM, cropfm.at. Ich sehe diesen Chat hier ein und gehe dann sehr gerne auf die Fragen ein, die gestellt werden. Der neue Chat ist übrigens gerade so in der Testphase. Ja, mal schauen, ob da noch was Gröberes auftritt. Ansonsten soll es nicht mehr allzu lang dauern, aber ja, schauen wir mal. Heute ist es noch der alte Cropcom, aber er wird uns noch gute Dienste leisten. Zu dieser Sendung gibt es einen Newsletter, der wird alle zwei Wochen ausgeschickt und erinnert an die kommende Sendung. Da kann man sich gerne mailen, cropfm@mur.at. Bitte entschuldigen, wenn ich manchmal 2 bis 3 Wochen brauche, bis ich die Mails dann beantworte. Ich lese sie alle und wenn ich irgendwas zu sagen habe, dann antworte ich auch auf jeden Fall. Außer es geht einmal ans Unter, dann halt vielleicht auch noch einmal schicken. Podcast gibt's zu dem Ganzen. Das Ganze erscheint als RSS-Feed und ist im Archiv dann auch herunterladbar als MP3 und Real Audio. Zu dem Ganzen gibt es ein Forum, das von Valadur Anarmed, Wingman und Eraser betreut wird und in dem man sich über alles Mögliche und auch über die Sendungen natürlich austauschen kann. Das Coverbild heute gefällt mir ausgesprochen gut wieder einmal. Bisschen bedrückend, aber es ist, gibt sehr gut wieder, um was es heute geht. Von Matthias Töpfer, wie immer gestaltet, hervorragende Arbeit, danke. Und der Spendenbutton befindet sich auch ganz oben auf der Startseite, der Knopf in diesem rosaroten, pinken Herzen, wie auch immer. Und an dieser Stelle ein großes Danke an die, die ihn schon wahrgenommen haben. Die diesjährige Bilderberg-Konferenz fand offenbar Anfang Juni im Luxushotel Dolce in Sitges südlich von Barcelona statt, das von der Polizei hermetisch abgeriegelt wurde. Ja. Gegner haben unter anderem auf Facebook zur Stürmung von Bilderberg 2010 aufgerufen. Die im Internet kursierende Gästeliste, deren Echtheit nicht bestätigt ist, enthält klangvolle Namen wie Italiens Ex-Regierungschef Romano Prodi, den ehemaligen NATO-Generalsekretär Jaap de Hoop Scheffer oder Richard Holbrooke, den US-Sondergesandten für Afghanistan und Pakistan, und auch Bundeskanzler Faymann zählt zu den mutmaßlichen Teilnehmern. Folgendes Jahr war das Ganze in Griechenland, die gehen jetzt gerade pleite, heuer in Spanien, denen droht die Pleite. Eine interessante Synchronizität. Keine Ahnung, vielleicht ist das Buffet bei so einem Bilderberg-Meeting so teuer, dass... Ne. Die neue Geldordnung. Ein Artikel erschienen auf Financial Times Deutschland.
Tritt dieser Krach wie im jüngsten Fall in Form einer systeminduzierten Finanzkrise ein, wir sprechen natürlich von dieser immer noch währenden Finanzkrise, wird am Finanzsystem ein wenig geflickt. Banken werden gestützt, strengere Spielregeln erlassen. Will man das Problem wirklich an der Wurzel packen, müsste man allerdings nicht marode Banken verstaatlichen, sondern Geldschöpfung oder genauer formuliert das staatliche Monopol der Geldschöpfung wiederherstellen. Damit würde die kaum kontrollierbare Geldvermehrungspraxis der Geschäftsbanken ein Ende gesetzt. Stichwort Staatsschulden. Wer bezahlt eigentlich wem Zinsen? Und ich verstehe das eigentlich noch immer nicht so richtig ganz, aber der Staat könnte eigentlich selbst auch Geld herausgeben. Nicht nur Geld, das quasi auf Schulden basiert. Und in dem Zusammenhang auch sehr interessant, die 4 Single Points of Failure der Weltordnung, ein Artikel. Alle diese Artikel sind verlinkt in der News-Sektion von Crop FM. Das Tagesgeschehen bestätigt jeden Tag erneut, dass die weltweite umfassende Krise sich sehr wohl in der Phase des Zerfalls der Welt- und öffentlichen Ordnung befindet. Selbst die großen Medien beginnen, wenn auch noch sehr verhalten und zaghaft, die Ereignisse als das zu kommentieren, was sie sind, nämlich historische Umbrüche. Und ich kann nur sagen, in der Krise liegt die Chance, nützen wir sie. Zur Ölkrise natürlich, die ja immer während ist, sehr unangenehme Meldungen machen sich da breit. Ungiftige Ölbekämpfung ist machbar, das ist eine angenehme Meldung. Ein Artikel von Gerd Wisniewski. Ein Stoff, der so unschädlich ist, dass man ihn anfassen und sogar essen kann und der trotzdem Öl bindet und rückstandsfrei abbaut. Schön wär's, aber das ist keine Utopie, sondern Realität. Nur erzählen werden Ihnen das weder die Ölkonzerne noch die Qualitätsmedien. Die Schweizer Firma Oil Treatment International hat nach eigenen Angaben solche Stoffe entwickelt und getestet und wartet auf die Zulassung in den USA. Na, hoffentlich nicht bis zum St. Nimmerleins-Tag. Und ich erinnere in dem Zusammenhang auch an superionisiertes Wasser, das recht interessant ist. Und Öl könnte noch in 4 Jahren aus dieser ganzen Quelle austreten, was natürlich wirklich bedrohlich ist, und da kann man nur hoffen, dass es irgendwelche Mittelchen gibt, die uns da helfen können, diese Katastrophe, deren Ausmaß wir, glaube ich, noch nicht ganz begriffen und realisiert haben und die nicht nur den Golf von Mexiko betrifft, um diese Krise also in den Griff zu bekommen. Und aufgrund der andauernden Umbauten im Moment bezüglich des neuen Cropcom sieht man im Moment die Links von dem Ganzen nicht auf der Startseite, was ich sehr bedauere. Sorry ist so quasi ein Zwischenpack jetzt. Aber im Cropcom werden eh schon die ganzen Stream-Urls gepostet oder man geht einfach auf helsinki.at und dort findet man die Stream-Urls auch. Das Problem ist immer, wenn ich das jetzt ansage, die den Stream nicht hören, hören halt auch das nicht. We are Change Austria. Sehr schön, es gibt also diese Initiative jetzt auch in Österreich. Es gibt einen österreichischen Ableger sozusagen dieser sehr interessanten und mittlerweile wohl weltweiten Initiative, We are Change. Die haben auch sehr viele interessante Dokus gemacht etc. Und auch diese Website ist ganz toll gemacht und einen Besuch wert, verlinkt von der News-Sektion. Und last but not least, Obskuristan is back. Walter Brandner postet wieder, was mich sehr freut. Dr. Nachtsturm meldet sich zurück und zwar gleich mit 2 Artikeln. Brot und Spiele ist thematisch mit der heutigen Sendung durchaus eng verwandt. Und die Wahrheit über den Toten Funk, ein Artikel rund ums Thema EVP etc., der auch auf Rocker's Adventures erschienen ist. Obskuristan, die Partnerseite von Crop FM, brodelt wieder.
Der Artikel der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Matrix 3000 steht zu lesen und ich zitiere: Unter Mind Control versteht man die systematische und nachhaltige Manipulation von Individuen oder Gruppen mit dem Ziel, ihre Wahrnehmung, Überzeugungen und Persönlichkeit zu verändern. So gesehen ist das Thema nicht neu, nur die Methoden haben sich geändert, sind moderner und vor allem technischer geworden und daher in der Regel auch viel schwerer nachzuweisen. Eine entscheidende Rolle spielen hierbei gehirnaktive elektromagnetische Frequenzen. Und dann weiter in diesem Artikel: Muss man noch beweisen, dass es Mind Control gibt? Nein. Und in der Tat existieren größtenteils von der CIA unter Zwang des Freedom of Information Act veröffentlichte Dokumente, die nachweisen, dass in diversen Experimenten, Projekt Artischocke, MKUltra und sicher vielen anderen, an ahnungslosen Testpersonen mit verschiedensten Techniken und Technologien experimentiert wurde. Und leider ist das offenbar nun wieder mal nur die viel zitierte Spitze des Eisberges. Denn Bewusstseinskontrolle im weiteren Sinne ist eigentlich allgegenwärtig. Und ja, mehr dazu gleich mit den Autoren Grazina Fosa und Franz Bludorf, jetzt gleich live auf Crop FM. Gäste sind die Autoren der Bestseller Vernetzte Intelligenz, Zaubergesang und Fehler in der Matrix sowie des 2009 erschienenen Buches Der Geist hat keine Firewall, dem auch die heutige Sendung ihren Namen verdankt. Im deutschen Sprachraum einer der bekanntesten Sachbuchautoren auf dem Gebiet der Bewusstseinskontrolle. Grazina Fosa studierte Physik und Astrophysik, Franz Bludorf Mathematik und Physik. Nach längerer Tätigkeit im Wissenschafts- und Forschungsbereich zusätzliche Ausbildung als Heilpraktiker und Hypnosetherapeuten. Und sie wohnen und arbeiten in der sehr schönen Stadt Berlin. Guten Abend, Frau Fosa und Herr Bludorf. Guten Abend. Ja, guten Abend. Freut mich sehr, dass wir heute noch einmal über dieses Thema sprechen können. Ein Thema, das sehr unangenehm ist, das sehr gruselig ist. Im Chat schreibt Mind Control gerade, der nennt sich so, der Hörer: Hoffentlich kann ich nach dieser Sendung noch schlafen. Ja. Es gab schon mal eine Sendung mit Ihnen beiden zu diesem Thema. Da habe ich auch Betroffene interviewt. Das heute ist sozusagen die Fortsetzung des Ganzen. Sie beschäftigen sich jetzt beide schon circa 10 Jahre mit diesem Thema Bewusstseinskontrolle. In welchem Ausmaß, glauben Sie eigentlich, werden diese verschiedenen Methoden der Bewusstseinskontrolle heute eigentlich eingesetzt und spekulativ von wem? Also ich möchte vielleicht am Anfang einen kleinen positiven Akzent setzen. Ich hoffe, dass unsere Zuhörer heute gut schlafen können nach dieser Sendung. Und zwar, wir haben inzwischen entdeckt, dass das ganze Thema Einfluss auf das menschliche Geist auch eine Spiegelseite hat, sozusagen, eine Gegenseite, und zwar soweit wir beeinflussbar sind, können wir auch unseren Geist frei benutzen. Und das ist eine, meiner Meinung nach, sehr positive Sache und die soll man nicht außer Acht lassen. Auf keinen Fall. Aber vielleicht jetzt nochmal kurz auf die Frage, und auf das werden wir heute auch noch natürlich zu sprechen kommen, und das ist jetzt sicher ein wichtiger Teil dieser Sendung. Aber in welchem Ausmaß, glauben Sie, wird jetzt die nicht so positive Beeinflussung eingesetzt? Also diese ganze Thematik und auch Technologien und Techniken, die in diesem Bereich eingesetzt werden,
haben inzwischen eine Art Evolution gemacht. Und natürlich heute sind viel, viel versteckter in allgemeinen Frequenzsalat. Sie sind viel, viel subtiler und viel schwieriger zu entdecken, viel schwieriger nachzuweisen. Und sie haben natürlich viel, viel mehr Möglichkeiten, technisch gesehen, zu einem Einsatz zu kommen, als zum Beispiel vor 10 oder 20 Jahren. Mhm. Aber jetzt das genaue Ausmaß ist genau aus diesem Grund wahrscheinlich jetzt für Sie auch nur sehr schwer einzuschätzen. Aber haben Sie da irgendein ein Gefühl? Ja. Statistiken der Bundesregierung gibt es darüber leider noch nicht. Nein, das stimmt, ja. Also man kann jetzt ja nur davon ausgehen, inwieweit sich Menschen zum Beispiel an uns wenden, die jetzt glauben, von solchen Dingen betroffen zu sein. Das ist natürlich eine wachsende Anzahl, wobei man eben davon ausgehen muss, dass die Dunkelziffer immens ist, nicht? Weil viele Menschen ja sich aus irgendwelchen Gründen nicht wohlfühlen und das noch gar nicht mit solchen Sachen in Verbindung bringen. Weil es ist ja nicht so, dass Bewusstseinskontrolle sofort als solche erkennbar ist. Die äußert sich ja in der Regel in ganz fast alltäglichen Symptomen bei manchen Leuten. Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Herzrasen, Verdauungsstörungen und so weiter, was man natürlich erstmal als ganz normale Krankheiten ansieht. Man geht zum Arzt und man lässt sich da untersuchen. Der findet halt nichts, verschreibt irgendwas, das hilft dann auch nicht, bis die Leute auf die Idee kommen, dass sie vielleicht durch Frequenzen beeinflusst sind. Das dauert natürlich eine Weile. Sehr oft, wenn sich Menschen an uns wenden, müssen wir erfahren, dass sie sagen, ja, die Beschwerden haben sie schon seit 5 Jahren, seit 10 Jahren oder so etwas. Das hat eine Weile gedauert, bis sie überhaupt sich dessen bewusst wurden, dass möglicherweise so etwas überhaupt vorliegen könnte. Ja, und also in der Folgensendung, die hieß einfach nur Mind Control, da hatten wir auch Interviews von Dominik Fejevari und Karl-Heinz Croissant. Und auch die beiden haben das bis dato, also bis zur damaligen zum Zeitpunkt des Interviews, nur vermutet. Und es ist eben sehr schwer nachzuweisen. Und wie Sie sagen, das ist das wirklich Schlimme, dass diese Symptome sehr so quasi nahtlos übergehen in Symptome, die man von allen möglichen Dingen bekommen kann, von Stress, von irgendwelchen chemischen oder sonstigen Beeinflussungen etc. Oder von irgendwelchen Medikamenten und so weiter, wo man jetzt gar nicht auch vielleicht nicht den Zusammenhang herstellen würde, aber diese Symptome, die dann bei Mind Control auftreten, können wirklich sehr täuschend ähnlich sein zu anderen. Aber dann gibt es natürlich auch Fälle, wo es relativ eindeutig ist, beziehungsweise wo eben auch Messungen gemacht werden. Und ich möchte vielleicht gleich auf diesen einen Fall eingehen, den Sie auch in der aktuellen Ausgabe von Matrix 3000 behandeln, die Frau Margarete Wolf, wo Sie auch wirklich konkrete Messungen gemacht haben. Können Sie das ein bisschen schildern, wie dieser Fall sich entwickelt hat? Ja, diese Frau, deren Name natürlich jetzt hier geändert ist, die heißt nicht wirklich Margarete Wolf, um ihre Persönlichkeit zu schützen. Sie hatte sich an uns gewendet, weil sie eben auch unter Schlafstörungen, Kopfschmerzen, so dem, was ich eben so aufgezählt habe, leidet und das seit vielen Jahren. Sie hatte dann so teilweise Beobachtungen gemacht, dass das zum Beispiel zu bestimmten Uhrzeiten auftritt, dass sie zum Beispiel in der Nacht ständig wach wird, aber jetzt nicht so, wie man einfach nachts aufwacht, weil man vielleicht mal raus muss oder sowas, sondern dass sie das Gefühl hatte, geweckt zu werden. Also ich glaube, dass Menschen, die mit dieser Thematik in Berührung kommen, mit der Zeit ein Gefühl entwickeln dafür, dass nicht alles, was in ihrem Körper vorgeht, mit rechten Dingen zugeht. Sie lernen irgendwie zu differenzieren, so ein Gefühl zu haben, da ist etwas in mir, aber das bin ich nicht selbst sozusagen. Und das ist natürlich etwas, was man jetzt einem unvorbereiteten Arzt oder so etwas nur sehr, sehr schwer klar machen kann, nicht? Der denkt sich natürlich dann seinen Teil und wird da nicht sehr hilfreich dann eingreifen können. In solchen Fällen geht es halt immer dann auch darum, wenn man merkt, ein Mensch hat seine Symptome da schon ärztlich abklären lassen, da ist nichts gefunden worden, dass dann zumindest mal nachgeschaut wird, könnte es tatsächlich an solchen Frequenzen liegen. Und da war bei dieser Dame dann halt ein ganz extremer Fall. Ich muss dazu kurz vorausschicken, wenn wir so eine Messung machen, dann treffen wir uns mit so einem Menschen immer an einem
neutralen Ort, der jetzt möglichst sogar in der Öffentlichkeit ist, damit man also ein möglichst unverfälschtes Umfeld vorfindet. Wir begeben uns meistens schon vorher an diesen Ort, ohne dass die betroffene Person weiß, wo wir uns treffen werden. Das wird dann erst ein paar Minuten vorher verabredet. Wir führen dann an diesem Ort Messungen durch, um zu sehen, wie sieht denn die elektromagnetische Belastung, die ja nun allgegenwärtig ist, an diesem Ort aus. Das heißt, wir machen da Messungen des elektromagnetischen Feldes im Niederfrequenzbereich, im Hochfrequenzbereich, in allen möglichen Schaltungsmöglichkeiten da und erstellen uns sozusagen erstmal ein Hintergrundbild. In dem Moment, wo wir das erfasst haben, dann rufen wir halt die Person, mit der wir verabredet sind, am Handy an, sodass die dann dazukommt. Die ist dann schon irgendwo in der Nähe. Und bei der Frau Wolf war es halt so, wir hatten dann unser Messgerät schon eingeschaltet, als sie dann diesen Raum betrat. Da konnte man auf dem Display von unserem Laptop, der dabei stand, der die Daten gelockt hat, sehen, wie der Ausschlag plötzlich aus ganz minimalen Bereich plötzlich total nach oben gejagt ist. Es war nah dran zu übersteuern. Man sah sofort in dem Moment, wo diese Frau in den Raum kommt, da geht da plötzlich etwas ab, was man jetzt natürlich so in Realzeit noch nicht einordnen konnte. Wir haben dann also diese Felder dann erfasst und das ist ja auch in der Matrix 3000, in dem Artikel, den Sie da erwähnen, abgebildet, wie das unterschiedlich aussah, wie das elektromagnetische Feld an dem Ort aussah, bevor die Frau kam und nachdem sie kam. Also das sind natürlich jetzt ganz, ganz erschütternde Bilder, wenn man das sieht. Die Frau hat ganz einfach, kurz auf gut Deutsch gesagt, elektromagnetische Felder mitgebracht, die sie natürlich nicht in der Tasche trug, sondern sozusagen sie wurde irgendwie von irgendwoher angesteuert und das war in dem Moment erst messbar, als sie dann in den Raum eintrat. Also diese Frau hat jetzt nicht irgendwie Implantate oder irgend sowas? Nein, das glaube ich nicht. Es ist heutzutage eigentlich kaum mehr nötig, mit solchen Implantaten zu arbeiten. Das ist ja eine relativ schwierige und aufwendige Technologie. Man muss, um so etwas zu machen, den Menschen erstmal haben. Das heißt, man muss ihn erstmal irgendwie im Krankenhaus oder in einer Narkose haben, dass man ihm unbemerkt was einsetzen kann. Man geht anders vor. Es gibt bestimmte Frequenzbereiche, auf die der menschliche Körper resonanzfähig ist. Das sind einmal natürlich die Niederfrequenzen, die direkt mit dem Gehirn und anderen Organen in Resonanz treten können. Das weiß jeder, der schon mal beim Arzt ein EEG gemacht hat, so ein Elektroenzephalogramm, dass das Gehirn zum Beispiel in bestimmten Frequenzbereichen arbeitet. Und man weiß aus unterschiedlichen Untersuchungen her, dass das Gehirn eben auch in der Lage ist, ähnliche Frequenzen mit entsprechend aufgeprägter Information von außen aufzunehmen und weiter zu verarbeiten oder auch entsprechend wieder abzustrahlen. Ein zweites Frequenzband ist im Hochfrequenzbereich, also in dem, was wir als Mikrowellen bezeichnen. Das ist ein Bereich, auf das die Körperzellen reagieren können. Das liegt daran, dass unsere Erbsubstanz, die DNA, diese Doppelhelix, dieses riesige Molekül, was wir in jeder Zelle tragen, eine Antenne ist, einfach aufgrund ihres Aufbaus, eine Art Stabantenne, die auf elektromagnetische Felder im Bereich so von 150 Megahertz und aufwärts reagieren kann. Das heißt, dort gibt es ein weiteres Frequenzfenster, wo elektromagnetische Strahlung nicht nur in den Körper eindringen kann, in dem Sinne, dass er vielleicht Erwärmung auslöst, sondern wo auch Informationen von elektromagnetischen Frequenzen im Körper abgegriffen und verarbeitet werden. Und wenn man jetzt einen Menschen mit einer Niederfrequenz oder so einer Hochfrequenz ansteuert, dann heißt es, dass im Grunde von diesem Menschen eine Art, als Reaktion eine Art Response, wie wir das nennen, eine Art Rückstrahlung erfolgt. Die Strahlung wird vom Menschen wieder abgegeben und das kann jetzt natürlich jemand auch wieder auffangen irgendwo und dann vergleichen, wie unterscheidet sich das zurückgestrahlte Signal von dem eingestrahlten. Und jetzt kann man jetzt langsam anfangen, an dem einstrahlenden Signal so lange zu drehen, bis man beim ein- und ausstrahlenden Signal eine Übereinstimmung hat und dann hat man das erreicht, was wir die elektromagnetische Signatur eines Menschen nennen. Das heißt, man hat eine Art elektromagnetischen Fingerabdruck von ihm. Und wenn man den hat, dann hat man den Zugang zum Menschen gefunden. Dann braucht man kein Implantat mehr, sondern sozusagen dann weiß man, dass dieser Mensch und möglicherweise nur dieser Mensch, selbst wenn 10 andere neben ihm sitzen, auf eine einstrahlende Frequenz reagieren wird. Und dann kann man natürlich anfangen, ganz sachte an dieser Signatur ein bisschen zu drehen, sodass man
das elektromagnetische Schwingungsbild des Menschen dann verändert. Damit verändert man sein Bewusstsein, seinen körperlichen Zustand und so weiter. Ja, das ist höchst spannend, vor allem, dass eben jeder Mensch diese Signatur besitzt, wo man dann wirklich gezielt, also andere, die diesen Feldern ausgesetzt sind, würden einfach keine Wirkung spüren. Es hat mich jemand im Chat die Frage gestellt, flächendeckend oder gezielt? Also diese Dame, Margarete Wolf, glaube ich, hieß sie, oder? Ja, ja. Ja, das war, also wie gesagt, ein falscher Name, wie Sie gesagt haben, also der Name ist ihm geändert, aber diese Dame ist also gezielt, also getargetet, also ein Targeted Individual, glaube ich, werden die auch genannt. Und dann gab es aber zum Beispiel in der letzten Sendung, da war Nicola Wohlgemuth zu Gast bei mir, das ist eine Energiearbeiterin aus der Steiermark, die auch mit Imedis arbeitet und so weiter und mit Frau Dr. Noemi Kempe zum Beispiel auch zusammenarbeitet. Und die hat also erzählt, dass ich glaube Ende März, Anfang April, wenn ich mich recht entsinne, kann man nachhören, ist die vorige Sendung, flächendeckend in diesem Fall, Großraum Steiermark, sage ich jetzt einmal, beziehungsweise ein großer Teil der Steiermark, dass da ihrer Meinung nach, also sie ist natürlich auch hellfühlig, also sie glaubt, dass aufgrund verschiedener Symptome auch, die sich gezeigt haben, weil das war eine sehr atypische Allergiewelle, die sich da breit gemacht hat, die auch Tiere mit einbezogen hat und es war einfach kein Grund dafür da in der äußeren Welt. Also es gab keinen Pollenflug oder sonst irgendwas und die Leute haben also extrem reagiert. Und sie ist ziemlich überzeugt davon, dass das eine, wir haben es damals in der Sendung, Frequenzattacke war. Halten Sie sowas auch für möglich? Das ist nicht nur möglich, das ist nachweisbar auch schon mehrfach geschehen. Zum Beispiel übers Radio kann so etwas gemacht werden. Das hat so einen berühmten Fall gegeben, das war zu Silvester 2001, also in der Nacht, als der Euro eingeführt wurde. Da ist über einen Berliner Radiosender, RS2, flächendeckend auf die ganze Stadt ein sogenanntes Glückssignal abgestrahlt worden. Das war eine Frequenz von etwa 14,5 Kilohertz. Und diese Frequenz wurde vom Sender dem Programm unterlegt, was ohnehin den ganzen Abend lief zu Silvester. Da läuft ja immer die große Silvesterparty am Brandenburger Tor und dort wird ja dann auch entsprechend diese Freiluftveranstaltung mit dem entsprechenden Radioprogramm beschallt. Aber auch für die Leute, die zu Hause am Radioempfänger gesessen haben, da ist also diese Frequenz sozusagen unhörbar dem Programm unterlegt worden und das sollte eine Frequenz sein, die aufgrund der Aussage von Psychologen dafür sorgt, dass Leute in eine Art euphorischen Zustand geraten, also kurz gesagt so eine Art elektromagnetisches Ecstasy, was sie da versprüht haben. Wir haben durch Zufall davon erfahren, weil wir damals einen Anruf bekommen haben, interessanterweise von der Berliner Polizei. Ein Polizeibeamter hat bei uns angerufen und hat gesagt, was ist denn da los eigentlich, weil die Polizei hat sich Sorgen gemacht, ob jetzt zum Beispiel, wenn jetzt ein Autofahrer Autoradio dieses Programm hört, ob der nicht durch diese Beeinflussung in seinen Fahrleistungen beeinträchtigt werden könnte und so weiter. Die Polizei hat da ziemlich gegen Sturm gelaufen, auch im Nachhinein, obwohl die ganze Angelegenheit dann im Sande verlaufen ist. Wir haben dann nach Neujahr diese Sache weiter recherchiert, haben also auch mit den entsprechenden Verantwortlichen bei diesem Radiosender gesprochen. Die haben das ganz offen zugegeben. Es lief darauf hinaus, dass dieser Impuls, das zu tun, von amerikanischen Beratern des Senders kam. Man muss dazu sagen, RS2, das ist das Überbleibsel des alten Berliner RIAS, das ehemaligen amerikanischen Senders in Berlin, als Berlin noch eine Mächtestadt war. Und so dass dieser Sender nach wie vor sehr weitgehende Verknüpfungen und Verbindungen mit Amerika hat. Und dass dort von dort her eben dieser Impuls kam, das auch mal auszuprobieren. Im Endeffekt sind dann die Leute vom Sender hier in Berlin dann zur Universität gegangen, haben dann mit Psychologen gesprochen, die wussten damit nicht recht was anzufangen, sagten, ja, vielleicht kann das funktionieren, aber wissen wir nicht so genau und dann haben sie es ganz einfach getan. Aber wenn ich das, und wir haben das in der letzten Sendung eher auch schon ausführlich besprochen, diesen Fall und auch noch andere, wo also der Sexbrummton ausgestrahlt wurde und so weiter. Das war ein paar Monate später in Stuttgart, da ja, haben sie was Ähnliches gemacht, ja. Genau. Aber wenn ich das richtig verstehe, ist das über das akustische Signal passiert und nicht über ein elektromagnetisches Signal. Das waren elektromagnetische Signale, die den Radiofrequenzen unterlegt wurden und die dann natürlich auch als akustische Signale aus dem Lautsprecher rauskamen, aber sie wurden ursprünglich als elektromagnetische Signale ausgestrahlt.
Musste man das Radioprogramm hören, um der Beeinflussung ausgesetzt zu sein? Man musste dieses Radioprogramm hören, um der Beeinflussung ausgesetzt zu sein. Okay, aber in dem Fall, also in diesem Fall in der Steiermark, war es also vermutet Nicola Wohlgemuth so, dass also wirklich über welche Infrastruktur auch immer, aber gut, man braucht nur ein bisschen sich umzusehen, da gibt es viel Hardware, die herumsteht, aber dass also offenbar über elektromagnetische Frequenzen das ausgestrahlt wurde, und das ist ja auch möglich, ne, natürlich. Ja, das ist grundsätzlich möglich. Wir müssen hier beachten, dass wenn wir über dieses ganze Gebiet von Mind Control und Beeinflussung des Menschen reden, dann haben wir hier auch mit unterschiedlichen Gruppen von Menschen zu tun. Es gibt Menschen, wir nennen sie die Übergangsgeneration. Diese Menschen haben ein sehr großes Wahrnehmungsspektrum. Sie sind sehr sensibel auf elektromagnetische Belastungen, und besonders technische Belastungen machen ihnen sehr schwer zu schaffen. Sie können auch Symptome entwickeln, die ähnlich zu Mind Control sind, Schmerzen, Schlaflosigkeit und so weiter, Veränderung sogar im Blutbild. Sie sind nicht so direkt als Mind Control Betroffene noch einzustufen. Sie können ganz einfach nur sehr, sehr sensibel sein. Und wenn solche flächendeckende Aktion geführt wird, dann können sie durch einen puren Zufall auch etwas in ihre eigene elektromagnetische Ausstrahlung schnappen und dementsprechend sehr sensibel oder sogar mit Krankheiten reagieren. Die Mind Control Betroffene, das ist eine Extragruppe von Menschen, die sich zum Beispiel dadurch von der Übergangsgeneration Menschen unterscheidet zwischen den anderen, dass die Übergangsgeneration, das sind die Menschen, die sehr sensibel sind, und sie können auch auf andere Impulse reagieren. Sie reagieren zum Beispiel auch Vulkanausbrüche oder Erdbeben, die weit, weit entfernt stattfinden. Und diese Menschen reagieren mit dem ganzen Unbewussten, mit ihrem Bewusstsein, mit ihrer ganzen Ausstrahlung, mit ihrer Psyche, mit ihrem physischen Körper. Sie sind ganz einfach sensibel. Bei der Gruppe, die jetzt als Mind Control Betroffene gilt, sind das hauptsächlich Menschen, die auch sensibel sind, aber hauptsächlich in diesem elektromagnetischen Bereich. Und da gibt es noch eine dritte Gruppe von Menschen, die sind wirklich krank. Und hier muss jetzt die Medizin das letzte Wort sprechen, wobei die Medizin auch sehr oft überfordert ist. Aber die Menschen, die bestimmte Krankheitssymptome haben, die sich sehr schwer von Mind Control Symptomen unterscheiden lassen, diese Gruppe existiert auch, und die bedarf eine besondere Zuneigung und eine sorgfältige Forschung, ob dort auch nicht Menschen sein können, die nur ähnliche Symptome zu Krankheiten haben. Also man muss da besonders wirklich gut differenzieren können. Ja, ist klar. Also bevor man jetzt vermutet, dass man mind-controlled ist oder bewusstseinskontrolliert durch irgendwelche technischen Einflüsse, muss man natürlich das ärztlich abklären. Weil es kann natürlich ganz, profane Gründe dafür geben, und die muss man aber auch rausfinden, weil das kann natürlich auch gefährlich werden. Ist klar. Wer macht sowas und warum, schreibt Haus Tanek hier? Ja, das ist natürlich die $64,000-Question. Versuche von Dr. Michael Persinger wird auch genannt, er war einer der ersten, die also mit dem sogenannten Persinger Helm und sehr schwachen elektromagnetischen Feldern, das kann man nicht genug betonen, dass das schwache Felder sind, das ist
völlig athermisch, was da passiert. Es geht hier nicht um irgendeine Leistungsübertragung. Es geht hier offenbar nur um Informationsübertragung. Und Michael Persinger hat also einen Helm konstruiert, wo also Elektroden eingepflanzt wurden, die schwache magnetische Felder erzeugt haben und hat damit sehr erstaunliche Ergebnisse erzielt. Wir haben das in der letzten Sendung nur kurz angerissen. Können Sie darüber ein bisschen mehr erzählen? Na, der hat also auf diese elektromagnetischen Felder bestimmte Informationsmuster draufgeprägt, die, soweit ich weiß, auch mit Robert Monroe abgesprochen waren. Das war ja ein ganz bekannter Privatforscher, der auch teilweise außerkörperliche Erfahrungen erforscht hat. Und da auf diese Weise haben sie zum Beispiel bei Menschen innere Erlebnisse auslösen können, dass sie geglaubt haben, sie seien von UFOs entführt worden oder solche Sachen alles, ne? Also die haben ganz komplexe innere Erlebnisse gehabt durch diesen Helm, der da aufgesetzt wurde, durch die Stimulation des Gehirns mit bestimmten Frequenzen an bestimmten Stellen des Schädels. Was interessant ist, weil also auch mit DMT, das ist eine stark bewusstseinserweiternde Droge, erzielt man auch ähnliche Effekte. Also Menschen sehen dann Wesen, die sonst nur von Menschen beobachtet werden, die entführt werden. Glauben Sie, dass man daraus jetzt, das ist ein bisschen vom eigentlichen Thema, aber glauben Sie, dass man daraus jetzt wirklich ableiten kann, dass das Entführungsphänomen auf eine derartige Bewusstseinsveränderung zurückzuführen ist, zu 100%? Man kann davon ausgehen, dass das UFO-Entführungsphänomen zu einem großen Teil, nicht zum ganzen Teil, aber zu einem großen Teil militärischer Natur ist. Dieser Ansicht sind wir schon seit langem. Ja, dass allerdings auch sicherlich ein Teil dieser Erlebnisse auch auf tatsächliche Begegnungen mit fremden Wesen zurückzuführen sein kann. Allerdings dann unter der Voraussetzung, dass das, was die Menschen sich hinterher erinnern, nicht unbedingt identisch ist mit dem, was wirklich passiert ist. Weil diese Begegnungen finden eigentlich nach allem, was wir wissen, in veränderten Realitäten statt, in virtuellen Realitäten, in veränderten Bewusstseinszuständen, was vermutlich auch schon allein durch die Fremdartigkeit der anderen und ihrer Kommunikationsmöglichkeiten zusammenhängt, sodass das, was die Menschen glauben, mitgemacht zu haben, oft nur so eine Art von Ersatzerinnerungen sind, die etwas maskieren, was dahinter steht, ein Hyperkommunikationsprozess, wie wir es nennen, also ein Kommunikationsprozess mit einer fremdartigen Spezies. Wenn man die oberflächlich so berichteten Fälle sieht, dann ist es auch irgendwo, mangelt es ein bisschen an Logik, dass seit 20, 30 Jahren eine fortgeschrittene Zivilisation hier zu uns kommen muss, um ständig immer wieder neue medizinische Tests mit Leuten zu machen. So langsam müssten sie mal kapiert haben, wie wir funktionieren, ne? Auf jeden Fall, ja. Aber okay, also das Entführungsthema ist natürlich ein Riesending und ich stimme mit Ihnen überein, dass das also verschiedenste Ursachen hat wahrscheinlich und verschiedenste Erlebnisse aus verschiedensten Ursachen herrühren. Und das Militär setzt dann diese Technologien ein, um die Erinnerung zu beeinflussen, wenn also jetzt von Militär, ich meine, das ist jetzt nicht das normale Militär in Anführungszeichen, sondern eher das, das sich aus den schwarzen Projekten und schwarzen Budgets vor allem finanziert. Also eigentlich, ja, nicht wirklich eigentlich eine Privatarmee, wenn man so möchte. Und glauben Sie, dass also diese Gruppe, die also diese Dinge macht, so glaubt man, sich also auch dieser elektromagnetischen Gerätschaften bedient, um die Erinnerung ihrer Probanden, sage ich jetzt einmal, zu beeinflussen? Also wir wissen schon aus dem Projekt MK Ultra her, das ist ja das erste große Mind-Control-Projekt der USA gewesen, was in den 50er und 60er Jahren gelaufen ist, dass damals bereits ahnungslose Leute zu ganz, ganz grauenvollen Experimenten herangezogen wurden. Und da wollten natürlich auch die entsprechend Betroffenen natürlich nicht unbedingt hinterher dafür zur Verantwortung gezogen werden. Und insofern ist das natürlich für solche schwarzen Projekte eine verlockende Sache, den Leuten irgendwie falsche Erinnerungen einzugeben, damit die wirklichen Ereignisse gar nicht rekonstruieren können. Auf jeden Fall, ja. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber jetzt zurück zum Persinger-Helm. Persinger ist eigentlich ein Amerikaner. Kanadier, stimmt. Mhm. Ist es ihm eigentlich gelungen, jetzt nur die Menschen damit, nur unter Anführungszeichen, in einen bestimmten Bewusstseinszustand zu bringen, indem sie dann fähig waren, gewisse Dinge zu sehen oder, wenn man so will, zu halluzinieren? Oder konnte er auch gezielt bestimmte Erlebnisse stimulieren?
Dass er gezielt bestimmte Erlebnisse stimulieren konnte, ist mir jetzt so nicht bekannt. Das würde ich eher sagen, das geht in die Richtung dessen, was in Russland gemacht wurde, in der Forschungsgruppe von Igor Smirnov, der mit einer Art Gedankenlesemaschine, wie man sie mal etwas salopp nennen kann, es geschafft hat, an ganz bestimmte Gedächtnisinhalte der Leute ranzukommen und auf diese Weise auch Dinge aus ihrem Unterbewusstsein auszuforschen, worüber sie selber gar nicht gesprochen hätten. Aha, und kann man eigentlich mit dieser Technologie dann auch Bilder, so tatsächliche Bilder projizieren? Ob man jetzt gezielt Bilder ins Gehirn projizieren kann, Smirnov hat Folgendes gemacht. Er hat also mit einem riesigen Computer mit großem Aufwand bestimmte Bilder in kleine Einzelteile zerhackt und sie dann subliminal Fernsehwerbespots zu den Präsidentschaftswahlen in Russland, by the way, zu unterlegen. Das geschah damals im Auftrag von Wladimir Putin, der damals ja dann zum Präsidenten auch gewählt wurde, und finanziert wurde das Ganze von Boris Berezovsky, einem der großen Magnaten Russlands, der damals in England im Exil lebte und da seine Milliarden nicht ausgeben konnte und der da die entsprechenden Mittel dafür zur Verfügung gestellt hat. Nicht? Also wurden jetzt Bilder unterlegt in einer zerschnippelten kleinen Form, die Menschen im Unterbewusstsein, ohne zu wissen, wie das zusammengesetzt haben, und die sie dann irgendwie aufforderten, zum Beispiel bei ihrer nächsten Wahlentscheidung ihre Stimme in einer ganz bestimmten Richtung abzugeben. Meine Frage zielt jetzt eher in die Richtung, es gibt ja inzwischen Technologien, das finde ich ja schon erschreckend genug, mit Hilfe der man im Prinzip so ein Pattern Matching, glaube ich, wenn ich das richtig verstehe. Also Bilder, die, also wenn jemand an etwas Bestimmtes denkt, misst man die elektromagnetische Strahlung, die das Gehirn dann emittiert, das ist natürlich sehr schwach, ne, alles, und analysiert es und kann dann mit einer sehr hohen Genauigkeit inzwischen quasi vorhersagen oder modellieren, was der gerade vor seinem geistigen Auge sieht. Ne? Arbeitet man zurzeit dran. Man hat also, das sind die berühmten Forschungsprojekte, wo es um die Gedankenlesemaschinen geht und Telepathiemaschinen. Da ist das Militär in Amerika zurzeit dran. Die wollen ja gerne quasi eine Technologie haben, mit der zum Beispiel den Soldaten unhörbare Befehle erteilt werden können, die jetzt ein Feind nicht abzapfen kann. Da ist man eben dabei, man hat Probanden da zu sitzen, denen man Elektroden ans Gehirn anlegt und dann misst, welche Schwingungen auftreten, und dann zeigt man ihnen irgendwelche bestimmten Bilder und vergleicht dann sozusagen, was für Übereinstimmungen dabei auftreten, wenn jetzt, 50 verschiedene Leute die gleiche Blume gesehen haben oder sowas. Also da ist man schon dabei. Das ist jetzt natürlich nichts, was man so mir nichts, dir nichts in ein paar Monaten fertig kriegt, weil das eine sehr komplizierte Materie ist. Es geht darum, im Grunde bestimmte Bibliotheken, Datenbanken anzulegen, wo man bestimmte Gehirnfrequenzmuster hat, die zu bestimmten Sinneseindrücken gehören, und dann als nächsten Schritt natürlich solche Frequenzmuster dann auch wieder auf andere Menschen zu übertragen, mit dem Ziel, damit sie dann auch diese Wahrnehmungen haben. Nicht? Das ist also, da waren also die Russen mit am weitesten fortgeschritten, gerade in diesem Labor von Professor Smirnov. Amerikaner arbeiten jetzt auch mit Hochdruck daran. An Kalifornien zum Beispiel läuft da jetzt auch seit 2 Jahren schon ein größeres Forschungsprojekt diesbezüglich. Ja, dann ist meine Frage eigentlich vorweggenommen. Das heißt, auch der umgekehrte Weg ist möglich? Zumindest wird er angestrebt. Also Smirnov hat Folgendes gemacht. Er hat quasi bestimmte Frequenzen auch wieder über das EEG vom Gehirn eines Menschen abgegriffen, der bestimmte Probleme hat. Er hat das durchaus auch zum Heilen eingesetzt. Wir wollen das jetzt nicht so dämonisieren. Hat da bestimmte Frequenzmuster abgegriffen, hat die dann in seiner Datenbank sozusagen mit so bestimmten Standardmustern verglichen und hat dann also da herausfinden können, dieser Mensch hat dieses oder jenes Problem, was er ihm vielleicht gar nicht erzählt hatte. Hat er an sich einfach nur anhand dieser Frequenzmuster festgestellt, und dann wurde sozusagen diesem Menschen eine Art Korrekturschwingung zurückgestrahlt ins Gehirn. Man kann sich das als eine Art elektromagnetische Gehirnwäsche vorstellen, sodass zum Beispiel
einem Drogensüchtigen auf diese Weise nicht etwa die Vernunft beigebracht wurde, von seiner Drogensucht loszukommen, sondern man hat ihn und seinen ganzen Körper vergessen lassen, dass er jemals Drogen genommen hat. Ja, also auch das haben wir, glaube ich, in der letzten Sendung behandelt, in den News, glaube ich, war es da, also dass man also Menschen vergessen machen kann. Natürlich kann man sie auch positive Dinge vergessen machen, was dann immer so toll ist. Also ich meine, man kann natürlich alles positiv und negativ einsetzen und Sie haben völlig recht. Also man kann auf keinen Fall alle verteufeln, die mit diesen Frequenzen arbeiten und therapeutisch arbeiten. Nämlich ich erinnere an einen Dieter Breuers, der zum Beispiel damit arbeitet oder eben sehr viele andere, die einfach das zum Wohle der Menschheit einsetzen, wie man eben mit einem Messer brotschneiden kann oder jemanden ermorden. Aber was ich jetzt interessant finde an dieser Geschichte, dass man also Bilder projizieren kann, ich meine, ich sag nur, viele Menschen sagen, ich glaube nur, was ich mit eigenen Augen sehe. Das ist wirklich so eine Grenze, wenn jemand was mit eigenen Augen gesehen hat, dann glaubt er das. Wenn man jetzt irgendwann einmal und Gott behüte, vielleicht kann man das schon, ja, Bilder in projizieren kann, also der sieht etwas, was gar nicht da ist, dann wäre das doch ein irrsinniges Machtinstrument. Also hier muss man auch noch etwas hinzufügen, nämlich es existiert inzwischen eine Zusammenarbeit zwischen Russland und Amerika. Weil Professor Smirnov starb im Jahr 2004 und jetzt seine Ehefrau in einem Moskauer Institut, Frau Elena Rusalkina, führt seine Arbeit weiter fort. Und sie ist schon so weit, dass sie mit bestimmten US-Rüstungskonzernen, dessen Name ich jetzt nicht nennen möchte, an einem Vertrag arbeitet, wo sie diese Methoden in Form von einer Computersoftware namens Mindreader tatsächlich einsetzen kann. Vielleicht erkläre ich, wie funktioniert so ein Mindreader. Also die Testperson schaut auf einen Computerbildschirm und sieht dort Bilder, deren Fragmente so durcheinander gemischt sind, dass das bewusste Auge nicht darin erkennen kann. Das Unbewusste aber kann diese Bilder wieder zusammensetzen und durch Tastendruck des Benutzers nach Art eines normalen Computerspiels kann die Software die unbewussten Reaktionen des Menschen auf das Bild registrieren und analysieren. Und im Moment, wenn man das erfasst hat, ist man eigentlich in der Lage, auch das Umgekehrte zu sagen, einzusetzen. Und es wird zum Beispiel auch geplant, zur Untersuchung der bestimmten Methoden am Flughafen zu Einsatz gegen Antiterrorismus zu benutzen und so weiter. Und gleichzeitig natürlich, man kann umgekehrt das Prozess machen und tatsächlich einem Menschen etwas projizieren sozusagen. Wie weit ist man denn mit dem? Also wie gut funktioniert schon diese Projektionsgeschichte? Das interessiert mich wirklich. Wir haben versucht, mit Frau Rusalkina einen Kontakt aufzunehmen und etwas mehr Informationen darüber zu bekommen. Und zwar sozusagen aus der ersten Hand, weil wissen Sie, wenn man in Internet forscht, dann bekommt man sehr viel Informationen, die nicht besonders glaubwürdig sind. Und deshalb möchten wir jetzt nicht spekulieren auf der Basis dessen, was wir jetzt in Recherche, im Internet, in unterschiedlichen Instituten auch gefunden haben. Wir wollten das direkt aus Moskau bekommen. Und leider war Frau Rusalkina nicht bereit, uns diese Information zur Verfügung zu stellen. Und man kann daraus natürlich schließen, dass diese Technologie schon sehr fortgeschritten ist. Weil wenn das jetzt noch in Test
Phase wäre, dann konnte sie Minimum ein paar Sätze sagen. Aber sie hat sich da wirklich absolut mit Top-Secret-Methoden zugedeckt. Und deshalb, ich spekuliere jetzt natürlich, aber ich glaube, deshalb gerade kann man sagen, dass diese Techniken sehr fortgeschritten sind. Ich meine, ich erinnere, ich habe vor ein paar Ausgaben, vor ein paar Monaten, vor ein paar Wochen, habe ich eine junge Dame interviewt im Rahmen der Serie Trau deinen Augen nicht, wo also Leute von ihren Sichtungen berichten auf meiner Sendung. Und die Dame sah eine Fläche, eine zweidimensionale Fläche, so hat sie das beschrieben, explizit, die sich nicht im Raum irgendwie drehte, sondern die wirklich einfach zweidimensional war, was irgendwie ja gar nicht geht. Und die sich dann also wirklich von ihr wegbewegt hat und die wirklich da mitten im, also die ist da beim Hafen in der Gegend, in Wismar, glaube ich, ist das passiert, gewesen. Die hat dann auch noch weitere Dinge erlebt, die, ich weiß nicht genau, was sie da auf Sendung gesagt hat und was nicht, deshalb möchte ich da jetzt auch nichts ausplaudern, was sie nicht ausplaudern möchte, aber da hatte ich irgendwie das Gefühl, ob das nicht projiziert sein könnte oder so ein Versuch gewesen sein könnte, wie funktioniert das, wie gut funktioniert das. Und dieses Ding hat dann auch reagiert auf sie, indem sie hat sich dann so vorgestellt, es könnte jetzt hinter dieser Wolke verschwinden. Also ich meine, ich spekuliere jetzt wildest, man könnte quasi das ausgelesen haben, was sie sich gerade vorstellt, und das Ding hat tatsächlich das, sie hat es kaum gedacht, hat diese seltsame 2D-Fläche, die sie beschrieben hat, wie einen TFT-Schirm, der mitten am Himmel hang, mit so eigenartiger Farbe, also Farbverlauf, hat sich der genauso zur Wolke hinbewegt. Also ich meine, könnte das vielleicht ein Einsatz dieser Technologie gewesen sein? Das ist durchaus möglich, und ich bin auch der Meinung, dass die Technik, Bilder oder auch Höreindrücke ins menschliche Gehirn zu projizieren, dass dieser Teil der Technik schon sehr viel weiterentwickelt ist, als die Technik aus den Gehirnwellen die Bilder heraus zu interpretieren. Da hat man eigentlich noch die größeren Schwierigkeiten, wirklich die Gehirnwellenmuster von Menschen zu interpretieren, weil zum Beispiel, wenn wir jetzt mal von den Bildern das lösen, auch zu den Höreindrücken kommen, Geräte, die zum Beispiel künstliche Höreindrücke ins Gehirn projizieren können, nicht nur Brummtöne, sondern auch Stimmen und sonst was alles, das gibt es im Grunde schon seit über 30 Jahren. Da gibt es Patentschriften, die das bereits dokumentieren und auch genau belegen, dass es das gibt. Das sind eigentlich vielfach Geräte, die auch im Hinblick auf Einsatz bei Hörbehinderten eingesetzt werden, also als Hörhilfen. Ich denke da jetzt auch an solche Sachen wie das berühmte Neurophon von Patrick Flanagan oder auch verwandte Geräte, die von anderen Erfindern da entwickelt worden sind. Es gibt auch Firmen, die sich bereits mit synthetischen Gefühlen seit vielen Jahren beschäftigen, wie man synthetische Gefühle auslösen kann, was vor allen Dingen auch für die Werbeindustrie sehr wichtig ist. Also in diesem Bereich etwas in den Kopf zu projizieren, ist man mit Sicherheit schon sehr viel weiter als in der Interpretation dessen, was aus dem Kopf rauskommt. Da ist eigentlich die eher noch größere Schwierigkeit, wirklich die Gedanken eines Menschen lesen zu können. Das ist noch die anspruchsvollere Aufgabe. Aber grundsätzlich, solange wir noch nicht richtig die Funktion des Gehirns als neuronales Netzwerk verstanden haben, müssen wir uns von der Vorstellung lösen, dass zu sehen zu glauben bedeutet. Ja, das ist ja das. Also Mind Control schreibt da, an dem Tage, an dem du den Erlöser am Himmel siehst, solltest du an Mind Control denken. Es wird am 21.12. Das ist ja auch gar nichts was Neues. Ja. Immerhin schon im Ersten Weltkrieg haben, soweit ich weiß, die deutschen Truppen über die französischen Schützengräben Bildnisse der Jungfrau Maria mit Diaprojektoren projiziert, um die Soldaten dazu verunsichern. Das ist unglaublich. Das ist also schon sehr, sehr lange im Einsatz, sowas. Inzwischen gibt es ja auch Hologramme, man kann inzwischen ganze UFO-Angriffe auch simulieren, etc. Gut. Nächstes Thema, was ich zumindest kurz anreißen möchte, ist natürlich HARP. HARP hat also sehr, sehr viele Einsatzmöglichkeiten offensichtlich, und HARP ist kein Einzelfall. Es gibt also, ich glaube, in Norwegen gibt es so eine Anlage, ich glaube auch die Japaner betreiben eine. Natürlich in Russland gibt es solche Anlagen. HARP wird mutmaßt man zur Wetterkontrolle eingesetzt, offiziell natürlich zur U-Boot-Kommunikation. Wie wir alle wissen, alles, was irgendwie mit U-Booten kommuniziert, ist einfach ganz seltsam aus irgendeinem komischen Grund. Und viele glauben auch für Mind Control. Was Sie eben sagten, dass alles, was mit U-Booten zu tun hat, irgendwie
verdächtig ist. Das kann ich nur bestätigen, weil wir ja hier in Berlin auf dem Flughafen Tempelhof auch eine Antenne zu stehen haben, die angeblich auch mit ihren Längsfällen zur U-Boot-Kommunikation dient. Und wenn man sich mal die Landkarte anguckt, wo Berlin liegt, dann findet man es besonders sinnvoll, hier mit U-Booten zu kommunizieren. Genau. HAARP ist meines Wissens keine U-Boot-Kommunikationsanlage, sondern dazu dienen wirklich die Schleifenantennen, wie sie am Clam Lake in Wisconsin auch stehen und so weiter. HAARP gilt offiziell als Ionosphärenforschungsprojekt. Also als ein Projekt, um die Polarlichter und die Ionosphäre zu erforschen. Wir haben da selber auch Gespräche mit Professor Sandman von der Universität Alaska geführt. Die geben sich da als ganz harmlose Forscher. Wenn man aber guckt, dass es eben zeitliche Korrelationen gibt zwischen Anomalien der elektromagnetischen Strahlung der Erde und den großen Hochwasserkatastrophen, wie sie beispielsweise 2002 in Dresden geschehen sind oder auch 1997 an der Oder in Brandenburg und in Polen. Und wenn wir jetzt auch wieder an diese fürchterliche Hochwasserkatastrophe dieses Jahres in Polen denken, dann gibt es da seltsame zeitliche Korrelationen, wie gesagt, zu elektromagnetischen Anomalien, die man im Verlauf der Schumann-Frequenzen sehen kann und dann auch zeitliche Anomalien mit Militärmanövern. Also, dass HAARP eine militärische Anlage ist, ist ja inzwischen außer Frage. Und dass bei den HAARP-Patenten bereits explizit erwähnt wird, dass man damit Wettermuster manipulieren kann. Das sind die sogenannten Eastland-Patente, die von den HAARP-Machern damals aufgekauft wurden. Das ist auch unumstritten, auch wenn das öffentlich nicht so richtig gesagt wird. Aber dann hat es ja dazu auch ein großes Hearing in Straßburg beim EU-Parlament gegeben, wo man dann schön mit allen Parteien da eine Resolution geschlossen hat, dass sowas verboten gehört. Aber die Amerikaner sind zu dem Hearing gar nicht erst erschienen und geschehen ist natürlich nichts. Wie so oft, ja. HAARP wird aber jetzt, also und direkt Mind Control, glauben Sie, dass das jetzt auch mit HAARP passiert? Also zumindest nicht gezielt, weil HAARP ja nicht fokussierbar ist. HAARP ist ja eine Technologie, die auf sehr viel Umwegen funktioniert. HAARP arbeitet ja selber eigentlich mit Radiofrequenzantennen, mit solchen Kreuzdipolantennen. Wenn man diese Bilder mal gesehen hat von diesem Antennenwald in Alaska, da das sind ja so ein ganzes Array von hunderten solcher Antennen, die alle oben so ein Kreuz von Antennenstäben haben. Die schießen eigentlich ganz normale Radiofrequenzen nach oben in die Ionosphäre und sie erhitzen dadurch die Ionosphäre. Und als Reaktion erzeugt die Ionosphäre diese Längsfällen, diese Schumann-Frequenzen. Das ist also ein Sekundäreffekt. HAARP selbst arbeitet nicht auf den Längsfällenfrequenzen. Das ist dazu gar nicht geeignet. Und was man allerdings herausgefunden hat, ist, dass wenn man den Radiofrequenzen, die man da nach oben schießt, bestimmte Informationen aufprägt, dass diese Informationen von den Längsfällenfrequenzen, die da oben entstehen als Sekundärreaktion der Atmosphäre, dass diese Informationen übernommen werden und dann eben rund um den Erdball laufen, weil die ELF-Frequenzen, weil diese Längsfällenfrequenzen eben eine unglaubliche Reichweite haben. Man muss sich vorstellen, das sind Wellen, die Wellenlängen haben, die im Bereich von Tausenden von Kilometern liegen. Die dringen durchs Erdreich durch, damit können sie also ohne wesentliche Abschwächung eine Information quer durch den Erdball von Deutschland oder Österreich bis nach Neuseeland schicken. Ja. Und andererseits kann man jetzt natürlich mit HAARP jetzt nicht gezielt irgendwelche bestimmte Personen oder bestimmte Völkerscharen ansteuern, weil das geht einfach in das allgemeine Frequenzgedudel der Atmosphäre mit ein. Und man kann jetzt damit, wie gesagt, Wettermuster, zum Beispiel den Jetstream, den polaren Jetstream verlagern oder beeinflussen, sodass man beispielsweise Tiefdruckgebiete lenken kann. Den El Niño, dieses Wetterphänomen im Pazifik, ist auch sehr viel durch HAARP beeinflussbar. Das sind sehr globale, sehr großflächige Effekte, die man damit auslösen kann. Dann denke ich nicht, dass es jetzt gezielt zu Mind-Control eingesetzt wird. Sie benutzen auch nicht einen Bulldozer, um einen Faden in eine Nadel einzufädeln. Okay. Aber der Bulldozer passt vielleicht zu einer anderen Analogie, nämlich es wird auch sehr viel spekuliert, gerade wieder in letzter Zeit, über sogenannte Erdbebenwaffe und dass HAARP damit was zu tun haben könnte. Glauben Sie, dass das so ist? Erdbeben haben sicherlich nichts mit HAARP zu tun. Das sind eher solche seismologischen Waffen, die auf Tesla-Technologien basieren. Da gibt es durchaus Anzeichen, dass mit solchen Dingen gearbeitet wurde in der Vergangenheit.
Zumindest was man sagen kann, ist, dass die großen Weltmächte aus Erdbebenkatastrophen politisches Kapital schlagen. Das steht außer Frage. Also zum Beispiel haben ja die USA damals nach dem Tsunami in Südostasien ihre Hilfeleistungen sich von den Indonesiern durch Wohlverhalten im Afghanistan-Krieg bezahlen lassen und so weiter. Das bedeutet natürlich noch lange nicht, dass die Amerikaner diese Katastrophe gemacht haben. Es gibt aber Hinweise, dass bestimmte schwere Erdbebenkatastrophen, ich denke speziell an eines in Istanbul mal in den 90er Jahren und auch die Katastrophe in Armenien und Georgien da im Kaukasus zur Zeit, als die Sowjetunion zusammenbrach, da gab es bestimmte Erdbeben, wo es tatsächlich Anzeichen gab, dass es da technische Eingriffe gab. Das haben wir auch in einem unserer Bücher ausführlich dokumentiert. Terra Incognita hieß dieses Buch und da haben wir praktisch die Patente auch und die entsprechenden Technologien gezeigt, wie man die Erde als Waffe missbrauchen kann. Und was sind da die Anzeichen? Zum Beispiel elektromagnetische Phänomene, die so ein paar Stunden vor dem Erdbeben auftreten zum Beispiel. Leuchten, Leuchterscheinungen über dem Meer oder solche Geschichten. Da okay. gibt es verschiedene Sachen. Es gibt bestimmte Technologien, die dazu geeignet sind. Tesla selbst soll ja einen Apparat gebaut haben, mit dem er Hochhäuser ins Wanken bringen konnte. Ein Apparat, der gar nicht mal so groß war, den er hin und her tragen konnte. Das war aber mechanisch. Ja, dieses Gerät, das musste er damals eilig ausschalten, weil er Sorge haben musste, dass sein Haus, in dem er saß, zusammenbricht. Als er das eingeschaltet hatte, dieses Gerät existiert wirklich. Es steht heute im Tesla-Museum in Belgrad ausgestellt. Das sind Geräte, mit denen man Erdbeben auslösen kann. Und es gibt heute natürlich auch andere größere und leistungsfähigere Apparaturen, die also mit solchen Sachen arbeiten. Es geht hauptsächlich darum, auch durch elektromagnetische Frequenzen und auch durch mechanische Frequenzen eben an besonders labilen Stellen, an Bruchlinien der Erdkruste bestimmte Instabilitäten auszulösen. Aber es gibt auch noch sehr viel gemeinere Waffen. Also zum Beispiel sind im Bürgerkrieg in Angola da Waffen eingesetzt worden. Das ist dokumentiert durch Soldaten, die diese Waffen einsetzen mussten, die das später darüber geredet haben, dass auf diese Weise wirklich innerhalb weniger Minuten ganze Dörfer in nichts in einem Erdkrater verschwunden sind, mit allen Menschen, die da drin lebten und allem, was dazu gehört. Absolut entsetzlich. Gehen wir weg von Harp, gehen wir zur Sonne. Die Sonne ist sehr viel diskutiert in letzter Zeit, auch auf dieser Sendung, ist jetzt wieder aktiv. Es gibt Studien von der Fed, also in einem Bundesstaat, die Abteilung der Federal Reserve oder die Niederlassung dort hat, ich glaube Arizona, ich weiß es jetzt nicht genau, hat eine Studie gemacht und hat Korrelation zwischen Sonnenaktivität und der Börse festgestellt etc. Ist es eigentlich noch bestritten, dass Sonnenstürme auf unser Bewusstsein über eben diese Mechanismen, über die wir jetzt schon fast 45 Minuten sprechen, dass also da eine Beeinflussung von der Sonne auf unser Bewusstsein passiert? Ist das eigentlich unter Wissenschaftlern jetzt noch umstritten oder ist? Unter vorgehaltener Hand ist es nicht umstritten. Wir haben bereits vor vielen Jahren mit Wissenschaftlern hier beim Magnetobservatorium in Niemek in der Nähe von Berlin gesprochen und die haben gesagt, also das diese Tatsache ist bereits seit Jahrzehnten unter Wissenschaftlern bekannt und unter vorgehaltener Hand, wenn man sich irgendwo auf dem Kongress mal trifft, so beim Glas Bier oder beim Glas Wein, dann redet man auch darüber. Man redet halt nicht öffentlich darüber, weil das immer noch so ein bisschen den Anstrich des Paranormalen hat. Ist es ja gar nicht. Wenn die Sonne hier ihren Sonnenwind zur Erde schickt oder geomagnetische Stürme auslöst, dann sind das elektromagnetische Felder, die da entstehen oder die gestört werden. Der Mensch ist ein elektromagnetisches Wesen, also das heißt, die menschlichen Organe sind elektromagnetisch, sowohl das Gehirn als auch das Herz und auch die anderen Organe, die Zellen sind elektromagnetisch. Es ist eigentlich ausgeschlossen, dass der Mensch auf solche Phänomene nicht reagieren würde. Und man weiß ja bereits seit langer Zeit, dass die Sonne bestimmte Zyklen durchmacht. Alle 11 Jahre etwa ein Sonnenfleckenmaximum zu erwarten ist mit entsprechend höherer Sonnensturmaktivität. Und man konnte erkennen, dass in der Vergangenheit die meisten großen Revolutionen immer
in Jahren stattfanden, in denen es eben solche Sonnenflecken maximal gab. Das fing an mit der Französischen Revolution 1789, das ging weiter mit der Revolution von 1848 hier, Frankfurter Paulskirche, 1918 Sturz des Kaiserreiches und auch eben 1989 der Fall der Mauer. Das waren alles Jahre erhöhter Sonnenaktivität. Das heißt also, wenn wir jetzt auf ein super Solarjahr zusteuern, also wenn also um Ende 2012, Anfang 2013 wirklich dieser Zyklus diese Stärke erreicht, die man glaubt, dann wird es nicht nur sehr negative Einflüsse auf unsere gesamte Elektronik haben, sondern ich sage mal, eigentlich jetzt nicht so richtig vorhersehbare Einflüsse auf uns. Also das kann ja in jede Richtung losgehen, oder? Ja, auf jeden Fall. Hier muss man auch berücksichtigen, dass es heutzutage sehr genaue Daten gibt über sogenannte geomagnetische Stürme und über Sonnenstürme. Und diese beide Begriffe sind auch entsprechend klassifiziert. Und es wäre vielleicht gut von dem Jahr 2012, sich diese Klassifikation tatsächlich anschauen, so dass jeder von uns genau weiß, was er zu erwarten hat, damit auch keine Panik entsteht. Also zum Beispiel, sowohl unsere körperliche Befinden, besonders Kreislauf, Herz, solche Bereiche, sind auf jeden Fall betroffen von dem, was auf der Sonne stattfindet. Und natürlich unsere Elektronik und unsere ganze Technik auch. Zum Beispiel einen Sonnensturm Kategorie S1, das ist noch klein. Diese Wirkungen sind in Polarregionen zu sehen und haben noch keinen großen Einfluss auf geologische Systeme. Aber zum Beispiel Kategorie S3, also Strong, Stark, das ist schon ein Sonnensturm, das mit Hochfrequenzradiowellen sehr viel einrichten kann, zum Beispiel im Bereich der Navigation, im Bereich der Kommunikation, Datenübertragungen, Satelliten und sogar radioaktive Belastungen bei Flugpassagieren, bei großen Flughöhen auch. Und auch vergessen wir nicht, dass bestimmte Organe in unserem Körper eigene Magnetfelder haben, zum Beispiel Leber oder Herz. Und selbst bei gesunden Menschen können sie natürlich auf solche Sonnenstürme reagieren, ganz zu schweigen davon bei den Leuten, die zum Beispiel einen Herzschrittmacher haben. Die müssen auch entsprechend wissen, wie man sich an so einen Tagen, wo eine Belastung herrscht, zu benehmen hat. Und extreme Kategorien von Sonnenstürmen, Kategorie S5, das bedeutet schon ein sehr schlechtes Empfinden bei den Menschen, sehr große Belastung, egal ob wir es in der Nacht bei uns erleben oder am Tag. Ein vollständiger Ausfall von Kommunikationssystemen in Polarregionen, Navigation extrem erschwert, Kontrollverlust und dauerhafte Schäden an Satelliten, stark erhöhte radioaktive Belastung von Flugpassagieren und natürlich das kann sich auch in unserem Leben zeigen, zum Beispiel wenn Computer sich verabschieden. Wir müssen damit rechnen, dass unsere Technik uns ein bisschen schon überholt hat. Und wenn die Sonne tatsächlich so starke Aktivitäten entwickelt, wie man vermutet, dann kann uns vielleicht passieren, dass wir zu einem Geldautomaten gehen und ganz einfach kriegen kein Geld an einem Tag, weil gerade Software und Computersystem brach liegen. Natürlich nach 7 oder 5 Tagen kann man also ein System hochfahren und alles in Ordnung bringen. Aber wenn diese Stürme sozusagen Ende 2011 und 2012 unregelmäßigen Abständen vorhanden wären, dann man weiß nie, wie lange das ganze Technische noch funktioniert und wie lange Elektronik noch intakt ist, dann kommt schon wieder etwas. Ja. Und hier ist es sehr wichtig, dass die Menschen gut informiert sind,
dass gerade diese Sonnenaktivitäten, das ist etwas, was tatsächlich existiert, das ist real und das ist wiederholbar in bestimmten Zeitabständen. Diesmal soll angeblich sehr stark sein und man soll keine Panik haben, man soll dafür vorbereitet sein, dass vielleicht unser Leben wird in so einem Jahr ein bisschen schwieriger. Milde ausgedrückt. Ja. Jemand fragt, ob ich im Chat mitlese. Natürlich lese ich mit, das ist der Sinn von diesem Chat eigentlich. Wenn eine Frage da kommt und ich sie einbauen kann, tue ich das auch. Jetzt, ich möchte dann auf jeden Fall noch auf die positiven Möglichkeiten zu sprechen kommen. Wir haben jetzt circa noch 15 Minuten. Davor aber kurz, weil ich es auch im Ankündiger erwähnt habe und weil ich das eines der verblüffendsten Dinge in Ihrem Buch, weil es sehr unerwartet war, als empfunden habe, nämlich der Geist hat keine Firewall. Die CIA und das Klima, da gibt es ja einen sehr interessanten Zusammenhang. Ja, das, wir wissen ja, dass eigentlich seit einigen Jahren bereits die Politik sehr große Kampagnen reitet gegen das CO2 in der Atmosphäre. Da hat sich ja Al Gore besonders hervorgetan, der ehemalige zukünftige Präsident der Vereinigten Staaten, der da einer der Vorreiter dieser Sache war. Es zeigt sich schon seit längerer Zeit, dass die Daten, die Al Gore zur Grundlage seiner Kampagne macht, größtenteils falsch interpretiert oder auch nicht richtig sind, also überinterpretiert sind. Das lässt sich wissenschaftlich nachweisen, dass das CO2 für den Klimawandel nicht die Rolle spielt, die man ihm unterschiebt. Die Frage ist jetzt, wozu tut man das alles? Warum verteufelt man hier ein alltägliches Atmosphärengas, was nur zu 0,03% in unserer Atmosphäre enthalten ist? Das muss man sich mal vorstellen. Also 60% des Treibhauseffekts macht Wasserdampf, Wolken zum Beispiel. Das ist viel stärker Treibhauseffekt, als das CO2 jemals schaffen wird, nicht? Man darf auch nicht vergessen, es wird vom Treibhauseffekt als einer tödlichen Gefahr geredet. Wir sollen alle dem lieben Gott danken, dass wir den Treibhauseffekt haben. Wenn es nämlich keinen Treibhauseffekt in unserer Atmosphäre gäbe, dann hätten wir hier auf der Erde eine Durchschnittstemperatur von minus 18 Grad. Ja. Also der Treibhauseffekt sorgt dafür, dass wir hier einigermaßen vernünftig leben können. Und jetzt ist die Frage, warum wird in so einem Kontext ein relativ harmloses und auch nur in Spuren vorhandenes Atmosphärengas, was natürlich treibhausgasfähig ist, so verteufelt, dass jetzt alles getan wird, um es um Gottes Willen nur runterzudrücken. Und da gibt es halt eine Untersuchung der CIA, die wir in den MK-Ultra-Akten gefunden haben, die ja inzwischen teilweise veröffentlicht worden sind, wonach die CIA an Testpersonen, nicht unbedingt Freiwilligen, das waren teilweise Krankenhausinsassen, teilweise auch Häftlinge, indem man diese Leute einer Atmosphäre mit mehr CO2 ausgesetzt hat, künstlich, und festgestellt hat, was da passiert. Und es zeigte sich, dass diese Menschen sich besser gefühlt haben, wenn das CO2 ein bisschen höher war. Sie waren entspannter, Kopfschmerzen ließen nach, Verkrampfungen, gerade bei Parkinson-Patienten, Spasmen und so weiter ließen nach. Die Leute waren bei klarem Bewusstsein ganz einfach ruhiger, relaxter, wie man so schön heute sagt. Und die CIA hat damals konstatiert, dass das CO2 eine bedeutende Rolle spielen kann bei der Persönlichkeitsentwicklung der Menschheit. Und wenn man jetzt mal sieht, wann diese Studien gemacht worden sind und dass das zeitlich parallel geht zu den ersten CO2-Untersuchungen, die damals Roger Revelle auf Hawaii am Mauna Loa Observatorium gemacht hat, das sind ja genau die Daten, auf die sich Al Gore beruft, da hat man sozusagen zu der Zeit, als man feststellte, dass das CO2 ein Gas ist, das in höherer Konzentration die Menschen sozusagen freier, mit besserem Wohlbefinden entspannter sein lässt, dass man da angefangen hat, jetzt schrittweise dieses Gas zu verteufeln. Wir dürfen nicht vergessen, dass unser Blut, das kann Ihnen jeder Arzt bestätigen, einen Partialdruck CO2 von 5% hat. Also in unserem Blut ist die CO2-Konzentration wesentlich höher als in der Luft. Und das bedeutet, dass wir Menschen im Grunde seit Jahrzehntausenden eine Luft atmen, die für unsere Entwicklung, für unseren Körper zu wenig CO2 enthält. Der Mensch entstand zu einer Zeit vor etwa 2 Millionen Jahren, als es auf der Erde wesentlich wärmer war, als es wesentlich mehr CO2 in der Atmosphäre gab, und der hat daraufhin seine Körperchemie auf die damaligen Atmosphärenbedingungen abgestimmt. Dann vor etwa 650.000 Jahren kam das, was wir alle kennen als die Eiszeit.
Das ist übrigens ein Zeitalter, in dem wir heute uns noch befinden. Das wissen viele Menschen nicht. Die Eiszeit, von einer Eiszeit reden Wissenschaftler bereits dann, wenn die Polkappen vereist sind. Jetzt alle Leute verfallen ja in Panik, dass die Polkappen abmelzen. Es gab reichlich Erdzeitalter, in denen die Polkappen nicht vereist waren, wo es wärmer war auf der Erde. Wir befinden uns in einer Eiszeit. So eine Eiszeit geht irgendwann mal zu Ende durch natürliche Klimaschwankungen. Es wird wärmer auf der Erde. Die Polkappen schmelzen etwas ab, das CO2 steigt an. Das wäre ein natürlicher Vorgang. Auch Pflanzen geben bessere Erträge, wenn das CO2 etwa in der Größenordnung von 5-6% in der Luft enthalten ist. Das sind alles Sachen, die zum Beispiel Paläontologen sehr, sehr gut bekannt sind. Wenn die also die Natur vergangener Erdzeitalter erforschen, dann wissen die, dass es viele solche Warmzeiten gegeben hat, wo es mit höherem CO2 ein geradezu üppiges Leben auf der Welt gegeben hat, während wir jetzt eben seit einigen hunderttausend Jahren der sich entwickelnde Mensch in einer relativ rauen Umwelt leben mussten. Die Eiszeit, das war die eigentliche Klimakatastrophe. Die eigentliche Klimakatastrophe war, dass es so kalt wurde auf der Erde. Da hat es Massensterben von Tieren und Menschen gegeben, die diese Kälte nicht überlebt haben. Ja. Und jetzt geht diese Eiszeit vermutlich langsam ihrem Ende zu oder auch nur in eine etwas wärmere Zwischenzeit. Vielleicht kommt noch mal eine neue Eiszeit, das weiß niemand so genau. Aber diese leichte Erwärmung, daraus macht man jetzt eine Panik. Und ich meine, wenn unser Leben bedroht wäre dadurch, das ist natürlich Blödsinn. Ne. Um jetzt auf unser eigentliches Thema Mind Control zurückzukommen, aber der Zusammenhang ist recht interessant, muss ich sagen, dass also diese hohe CO2-Konzentration jetzt Erwärmung hin oder her, ich glaube auch, dass eine Erwärmung jetzt nicht unser aller Tod wäre, aber okay, das ist eine sehr komplexe Frage. Aber die hohe CO2-Konzentration macht uns relaxter. Das finde ich wirklich höchst spannend. Und das weiß aber jeder Mensch eigentlich, oder fast jeder Mensch so aus der Praxis. Es gibt immer mal Menschen, die hyperventilieren, wenn sie in Panik. Ja, genau, ja. Dann, wenn ein Mensch hyperventiliert, bedeutet das, er atmet zu viel und zu schnell ein. Also das heißt, er hat zu viel Sauerstoff im Blut. Ja. Das führt dazu, dass der Körper verkrampft. Er kriegt Krämpfe, er fängt an zu zittern. Was macht man? Man gibt dem Menschen eine Plastiktüte vor den Mund und lässt ihn seine eigene ausgeatmete Luft atmen. Man lässt ihn also eine Luft mit erhöhter CO2-Konzentration atmen. Wir atmen ja mehr CO2 aus, als wir einatmen sozusagen. Mhm. Und auf diese Weise entspannt er sich. Das wissen Millionen von Menschen, wissen das als ein bewährtes Hausmittel. So ist es, ja. Ja, höchst interessanter Zusammenhang. Wir haben jetzt noch circa so 6-7 Minuten. Ich möchte jetzt noch kurz auf die, leider haben wir nicht so viel Zeit dafür, wie ich gehofft hatte, aber die Möglichkeiten, die sich bieten durch diese Frequenz, Therapien durch diese Frequenzbeeinflussungen, die sind ja nicht nur negativ. Ne? Wir haben schon ein paar angesprochen. Auch das, was jetzt mit der Sonne dann passiert, wie auch immer sie uns beeinflusst, ist meiner Meinung nach nicht wirklich vorhersehbar. Es kann ja auch eine positive Beeinflussung sein. Was gibt es denn da für Möglichkeiten durch solche Frequenzbeeinflussung, ungeweckte Potenziale im Menschen freizulegen? Ich würde jetzt gar nicht sagen, dass die Frequenzbeeinflussung so viele positive Möglichkeiten hat. Die positiven Möglichkeiten sind darin, dass, das ist ja das Thema der Sendung, dass der Geist keine Firewall hat. Also eine Firewall ist ja, wie wir alle wissen, etwas, was unseren Computer davor schützt, dass keine Eindringlinge zu uns reinkommen. Sozusagen da, also dass unser Geist keine Firewall hat, bedeutet, wir sind beeinflussbar. Zu uns kommt man rein. Aber jeder, der schon mal mit dem Computer gearbeitet hat, mit dem Internet, der weiß, dass die Firewall nicht nur aufpasst, dass nichts reinkommt, sondern sie passt auch auf, dass nicht alles raus darf. Also das heißt, eine Firewall hindert uns auch daran, bestimmte Dinge zu tun, die wir vielleicht gerne tun würden. Nicht alles, was wir im Internet machen wollen, ist uns erlaubt, weil die Firewall das abschmettert. Wir dürfen nicht jeden Typ von Dokumenten anzeigen oder irgendwas, weil sie das abblockt. Und ähnlich muss man das hier sehen. Wenn der Geist keine Firewall hat, dann bedeutet es eben nicht nur, dass er sozusagen schutzlos offen liegt für äußere Eindringlinge, sondern dass er auch gleichzeitig ein unbegrenztes Potenzial hat, nach außen zu wirken, zu kommunizieren, eben nicht nur über unsere bekannten 5 Sinne, sondern dass die Wissenschaft inzwischen herausgefunden hat, dass wir also wesentlich mehr Sinne haben, die wir bisher noch gar nicht so bewusst wahrgenommen haben. Man spricht inzwischen von 9 menschlichen Sinnen, die existieren und die uns einfach die Möglichkeit geben, zum Beispiel auch in Frequenzbereichen wahrzunehmen, die uns bislang verschlossen waren. Okay. Also bezüglich unserer 5 Sinne wissen wir alle, wir haben das Gehör, das den Gesichtssinn, den Tastsinn, das Gefühl und dann Geruch und Geschmack, die 5 Sinne, die wir alle möglichst
beieinander haben sollten. Der sechste Sinn, den man eigentlich sonst immer dem Hellsehen so geschrieben hat, der sechste Sinn ist nach wissenschaftlichem Verständnis heute der sogenannte vestibuläre Sinn, also der Gleichgewichtssinn, was im Grunde ein Gravitationswahrnehmungssinn ist. Er zeigt uns, was unten, wo unten ist sozusagen. Das ist ein Sinn, der im Innenohr angesiedelt ist, der eigentlich wissenschaftlich unumstritten ist. Und dazu kommen dann noch weitere Sinne, also einmal den Sinn der Zeitwahrnehmung, den Sinn der seelischen Wahrnehmung, also der inneren Schau, und dann eben der Sinn der sogenannten Hyperkommunikation, wo es also einfach über unsere Zellantennen geht, dass man da mit bestimmten Frequenzen kommunizieren kann. Ja, das war einer der faszinierendsten Teile des Buches, die Hyperkommunikation der DNA nämlich, also die Fähigkeit der DNA, die da sehr viele vermuten, die DNA, die ja offenbar irgendwie ganz was anderes ist, als man ursprünglich vermutet hat und irgendwie auch wahrscheinlich anders funktioniert, als man vermutet hat, nämlich nicht selbst diese Information wirklich enthält in dem Sinn, wie man geglaubt hat, sondern die Fähigkeit hat, mit, ich sage jetzt mal, dem Hyperraum, nennen wir es einfach so, zu kommunizieren und dort diese Informationen herzuziehen, aus denen sich dann alles bildet im Leben. Ne? Passt ja wunderbar zur Evolution auch, ne? Ja, man muss ja auch über zwei Gesichter der DNA sprechen. Das erste ist jetzt diese biochemische Gesicht. Das ist die Erbsubstanz und alles, was man darüber heutzutage weiß, mit Basenpaaren und Genen und so weiter. Und das zweite Gesicht, das ist biophysikalische Gesicht der DNA. Und gerade diese biophysikalische Eigenschaften, die erlauben uns Kontakt zu anderen Mitmenschen fast zeitlos aufzunehmen, einen Kontakt zum Beispiel telepathisch oder eine Inspiration zu empfangen oder eine Reaktion plötzlich auf unerwartete Situation zu zeigen. Das alles können wir auch schnappen durch unsere Antennchen in unseren Zellen, durch unsere DNA. Und diese DNA hat auch Eigenschaften in dieser Hinsicht, jede Information auch ähnlich wie im Internet zu speichern und auch zu servern und mit anderen Menschen oder Lebewesen auch Kontakt aufnehmen, also auch zu chatten und so weiter. Das ist sehr faszinierend. Allerdings, man muss auch sich klar sein, dass wir diesen keinen Firewall haben. Also da kriegen wir Informationen, die wir gut benutzen können, die sehr positiv sind, die wir auch im Sinne unserer Entwicklung einsetzen können. Aber immer kann sich auch eine Information einschleichen, die nicht besonders gut ist. Wenn Sie ein Telefon haben, dann kriegen Sie nicht nur nette Anrufe, nicht wahr? Ja, leider nicht, ne? Ja. Diese Hyperkommunikationsfähigkeit wird also jetzt zunehmend erforscht und kann man die jetzt auch schon technisch nutzen oder ist man da noch weit davon entfernt? Also leider, technische Nutzung, das wäre jetzt diese unangenehme Sache mit Mindcontrol. Mikrowellen und so weiter. Aha, also das spielt das auch mit der... Negative Seite. Okay. Das ist die negative Seite. Positive Seite wäre... in uns Potenziale zu entwickeln, die wir sowieso in uns haben, sondern unterschiedliche Menschen haben das in unterschiedlichen Stadium noch. Aber man kann durch bestimmte Übungen auch bestimmte Fähigkeiten aktivieren. Man kann auch in ganz kleinen Kreisen als Partyspaß auch versuchen, bestimmte Informationsübertrag und Telepathie und so weiter zu üben und man kann viel mit dieser Hyperkommunikation anfangen, indem man bestimmte Gehirnzentren tatsächlich
auf bestimmte Angaben stimuliert und übt. Ja, also Hyperkommunikation, extrem faszinierendes Thema, finde ich, ist also eine inhärente Fähigkeit, die wir haben, die man ausnutzen kann, diese Fähigkeit der DNA, dass man uns beeinflusst, aber wir können quasi unbeschreibliche Dinge damit vollbringen, die diese paranormalen Phänomene zum Teil erklären können. Ja, sehr spannend. Ja, früher hatte man eigentlich alles Außersinnliche, Übersinnliche und so weiter so ein bisschen merkwürdig betrachtet, aber eigentlich diese Fähigkeiten, die sind eigentlich normal, dass der Mensch etwas aus Entfernung wahrnehmen kann oder fühlen kann oder beschreiben kann oder sogar für sich als Information dann auch in täglichem Leben sogar benutzen kann. Das ist alles im Grunde genommen normal, nur man hatte da noch keinen Namen für diese Sache. Und seitdem man weiß, dass es so etwas wie Hyperkommunikation gibt, weiß man, okay, ich habe diese Fähigkeiten in diesem Bereich, sind vielleicht jetzt nicht so besonders entwickelt, aber ich kann die Mühe geben, sie mir zu entwickeln, aktiver zu machen. Und das kann auch in ganz täglichem Leben sehr nutzvoll sein. Ja. Wenn man zum Beispiel ganz deutlich empfängt einen Impuls, ich soll heute zu dieser und dieser Behörde nicht gehen, weil ich dort heute nicht das erreiche, was ich erreichen möchte. Dann soll man diese Intuition folgen, ja, auf jeden Fall. Wirklich hören. Okay, leider sind wir jetzt komplett am Ende der Sendung. Hyperkommunikation und das, was wir jetzt noch angerissen haben, ist eigentlich ein hochspannendes Thema. Wäre vielleicht einmal was für eine eigene Sendung. Ich danke Ihnen beiden ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben und würde mich freuen, wenn wir dieses Gespräch in Zukunft einmal wieder fortsetzen können. Dankeschön. Danke und schönen Abend nach Berlin. Danke und auf Wiedersehen. Auf Wiederhören. Christina Foser und Franz Bludorf. Mind Control, höchst spannendes Thema und nicht nur negativ zu sehen, was glaube ich äußerst wichtig ist. Also das hat riesiges Potenzial, das Ganze. Gut, das nächste Mal hören wir uns am 2. Juli. Ursprünglich war Helmut Lammer geplant, das haben wir jetzt aber auf den 8. Oktober verschieben müssen, weil Helmut Lammer sehr, sehr beschäftigt ist. Es tut sich ja einiges, auch im Bereich der Exoplaneten sieht man auch auf der Startseite. Dieter Bremer springt ein und wir werden der Frage nachgehen, was hat Schillers Ode an die Freude mit Atlantis zu tun? Eine sehr eigenartige Frage vielleicht auf den ersten Blick, aber naja, mehr als man vielleicht glauben möchte. Dieter Bremer entwirft ein interessantes Geschichtsbild, sehr ungewöhnlich, aber auch sehr spannend. Freue mich schon drauf, wir hören uns wieder am 2. Juli. Bedanke mich bei allen fürs Interesse und fürs Zuhören. Bis dann und macht es gut.